Kreises ist sicherlich festzustellen, dass... In gut zwei Monaten präsentiert sich die Sächsische Schweiz wieder von ihrer musikalischen Seite. Denn dann startet das Festival Sandstein und Musik in seine 23. Auflage. Diesmal unter dem Motto Sagenhaft schön. Eröffnet wird das Festival traditionell vom künstlerischen Leiter Professor Ludwig Güttler. Für die Auftaktveranstaltung in der St. Marienkirche am 21. März verpflichtete er wieder das Virtuosi Saxonia Ensemble. Doch neben einigen bewährten Künstlern engagierte er für dieses Jahr auch 17 neue Ensembles. Ich freue mich darauf, dass wir so viele auch Musiker, die mir verbunden sind, die ich kenne, auch durch Wertschätzung verbunden, die initiativ sind und aus dem Kreis ihrer Initiativen, die sie haben, nicht ausbrechen, aber darüber hinaus noch anderes verwirklichen wollen, in einer neuen Kombination, in einem neuen Programm, in einer anderen Kombination mit anderen Musikern zusammen. Nicht nur etwas Ausgewechseltes, sondern etwas Neues, etwas ausprobieren, also unternehmerisch tätig sein. Und diesen Reiz, dieses Initiativseins, darüber freue ich mich. Insgesamt 29 verschiedene Konzerte zwischen Lohm, Lauenstein, Pretschendorf und Papstdorf stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Ob barocke Kammermusik oder Schüler, die musizieren, jazzen und improvisieren. Das Angebot ist so vielfältig wie die Spielstätten selbst. 27 Stück zählt man im neuen Programmkatalog, 3 mehr noch als im Vorjahr. Unter den neuen Spielstätten befindet sich auch die Burg Hohenstein. Hier will man am 12. September ein ganz besonderes Jubiläum besingen. Wir feiern ja 25 Jahre Nationalpark. Das ist ganz wichtig und da sind wir auch mit einem Konzert dabei. Das heißt, also, es wird eine Open-Air-Veranstaltung sein. Bei schlechtem Wetter besteht die Möglichkeit, natürlich dann in die Kirche zu gehen, eine George-Bär-Kirche Hohenstein. Und da freuen wir uns, dass wir auch wieder einheimische Chöre mit präsentieren, also Landschaft, Chöre, Tradition, Musik. Das sind Dinge, die passen beisammen und da freuen wir uns auch auf Unterstützung der Nationalparkverwaltung. Besonders fiebert der Vorsitzende von Sandstein und Musik aber zwei eher kleineren Veranstaltungen entgegen, bei denen erstmals in der Geschichte des Festivals auch die bildenden Künste mit eingebaut worden sind. Einmal ist die musikalische Bildbetrachtung in Struppen, wo wir den Robert Stoll die Ehre erteilen wollen. Im Anschluss bieten wir natürlich dann auch die Möglichkeit an eines Besuches im Sterlhaus. Das ist ein authentisches Objekt, was Sie hier kennen, zum großen impressionistischen Maler Robert Sterl. Und die zweite Sache wird in Krumbach im zweiten Halbjahr sein, wo wir eine musikalische Kirchenführung durchführen werden. Das heißt also mal die Kirche erläutern, erklären, die Bildmalereien, der Altar, der Taufstein, die Kanzel und all diese Dinge der sakralen, ich sag mal Initialen, um den Menschen auch diese Dinge wieder etwas näher zu bringen. Möglich machen die 23. Auflage des Festivals Sandstein und Musik wieder die langjährigen Sponsoren. Neben der Sparkasse, Margon und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gehört dazu auch die ENSO. Das Unternehmen unterstützt das Festival mittlerweile seit 13 Jahren und freut sich über die positive Resonanz, die das Festival, auch überregional, alljährlich genießt. Sandstein und Musik gibt es seit 23 Jahren. Das heißt, 25 Jahre nach der Wende ist das ein Festival und ein Verein, der wirklich nicht nur ein Strohfeuer war nach der Wende, sondern so lange in der Region die Herzen erreicht hat. Und das ist auch unser Thema. Wir wollen die Bürger erreichen, unsere Kunden erreichen und finden gerade die Kombination professionelle Musik und Jugendmusik ausgesprochen interessant. Auch im nächsten Jahr wird es deshalb eine Fortsetzung des Festivals geben. Ein Leitmotiv hat man aber noch nicht. Klar ist allerdings, dass man zum Deutschen Wandertag in Sebnitz präsent sein will und dass das kommende Jahr dem berühmten deutschen Baumeister George Bär gewidmet werden wird.